Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Triebwerke von Perseverance. Viel Spaß! Ich hab Mist erzählt. Perseverance ist gar nicht mit einem Zwei-Komponenten-Treibstoffsystem gelandet. Es gibt gar keinen Oxidator. Aber sind dann die Animationen der NASA völlig falsch? Ohne einen Oxidator, wie zum Beispiel Sauerstoff, kann doch gar nichts brennen. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, wir haben ein Special zum Senkrechtstarter Dienstag. Wie du ja vielleicht weißt, ist Felix das Gesicht und die Stimme von What About It drauf und dran nach Florida zu ziehen. Absolut nachvollziehbar, denn in den USA geht ja, was Raumfahrt angeht, aktuell mehr denn je die Post ab. Bevor der Umzug in die heiße Phase geht, nimmt er sich aber nochmal in einem Live-Interview Zeit für uns. Morgen Abend, Dienstag, den 23.02. um 20.30 Uhr erzählt er, warum er das Abenteuer Amerika wagt, was er 2021 noch vorhat und vieles mehr. Sollte es in Boca Chica heiß werden, kann es sein, dass wir das kurzfristig verlegen, aber das würde ich hier ankündigen. Aber zur heutigen Folge. Wir schauen uns im Detail an, wie der propulsive Teil der Landung von Perseverance abgelaufen ist. Ich erkläre dir das Treibstoffsystem, das Skycrane und wir schauen uns an, wie die Triebwerke funktionieren. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne den Channel, denn hier gibt es ja jeden Monat eine neue Folge von Senkrechtstarter. Um zu verstehen, wie die Triebwerke des Skycranes von Percy funktionieren, schauen wir uns die Landeanimation am besten nochmal an. Wir steigen nach dem Lösen des Hitzeschilds ein und während das Fahrzeug noch an der Backshell, der Rückenschale und am Fallschirm befestigt ist. Das Radar der Abstiegsstufe wird verwendet, um den Abstand zur Oberfläche und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu bestimmen. Das Fahrzeug nutzt diese Information, um einen Landeplatz für das Aufsetzen zu berechnen. Wie das System manövriert, dazu kann ich dir auch das Video von Chris von Video Space News empfehlen. Wir beschränken uns aber mal auf den Antrieb. Der Antrieb des Skycrane wird auch als MLE abgekürzt. Das steht für Mars Lander Engines. Dieses MLE-System wird durch das Öffnen pyrotechnischer Ventile aktiviert. Dadurch kann Hydrazin, also der Treibstoff, abfließen und die zu den MLEs führenden Treibstoffleitungen füllen. Das wird pyrotechnisch gemacht, damit so das System ab der Betankung hermetisch verschlossen bleibt. Das ist eine gute Sache, weil das Zeug sehr giftig ist und diese Ventile eine hohe Zuverlässigkeit haben. Trotz der Zuverlässigkeit sind diese Ventile alle mit Redundanzen versehen. Also gibt es parallel mehrere, die eingesetzt werden, wenn die primären Ventile nicht funktionieren sollten. Anschließend wird die hintere Schale des Fahrzeugs und der dazugehörige Fallschirm freigegeben. Das Powered Descent Vehicle, PDV, also Rover Skycrane, ist nun frei fallend. Das Powered Descent Vehicle, PDV, also Rover plus Skycrane, ist nun frei fallend. Die Lage des Fahrzeugs ist etwa 1500 bis 2000 Meter über der Planetenoberfläche und die Geschwindigkeit beträgt etwa 100 Meter pro Sekunde. Das Landeantriebssystem wird nun mit vollem Druck in Betrieb genommen. Das Fahrzeug fällt für ca. 1 Sekunde frei. Dann beginnen alle 8 MR-80-Triebwerke für 200 Millisekunden auf 20% des möglichen Schubs zu feuern. Dies geschieht, um die Triebwerke aufzuwärmen. Das Fahrzeug führt dann ein Enttaumelungsmanöver aus, um sich in einer vorbestimmten Lage zu stabilisieren. Als nächstes geht das Fahrzeug in den schubgesteuerten Sinkflug über. Zunächst wird ein seitliches Ausweichmanöver durchgeführt, um einen erneuten Kontakt mit der Rückenschale und dem Fallschirm zu vermeiden. Wäre ja auch blöd, da ist man schon so weit gekommen und wird auf den letzten Metern vom eigenen Fahrzeug erschlagen. Dann wird in einem Manöver, das als Powered Approach bezeichnet wird, die horizontale Geschwindigkeit auf nahezu Null reduziert, während die vertikale Geschwindigkeit auf etwa 20 Meter pro Sekunde reduziert wird. Und zwar bis in eine Höhe von etwa 100 Meter über der Marsoberfläche. Danach geht das Fahrzeug in einen Sinkflug mit konstanter Geschwindigkeit bei etwa 20 Meter pro Sekunde über, bis in eine Höhe von etwa 50 Meter. Die MR-80-Landetriebwerke werden dann gedrosselt, um eine konstante Verzögerung zu erreichen, was zu einer Endgeschwindigkeit des Fahrzeugs in Richtung Oberfläche von etwa 0,75 Meter pro Sekunde führt. Zu diesem Zeitpunkt der Landesequenz ist mehr als die Hälfte der anfänglichen 400 Kilogramm Treibstoff verbraucht worden. Um eine dem Gewicht entsprechende Schubkraft aufrechtzuerhalten, müssten die Landetriebwerke auf eine Schubkraft in der Größenordnung von 20-25% gedrosselt werden. Da die Triebwerke bei diesen Drosseleinstellungen weniger effizient arbeiten, werden vier der Triebwerke auf den Zustand nahe der Abschaltung von 1% gedrosselt. Gedrosselt auf 40% wird es den vier verbleibenden Triebwerken ermöglicht, effizienter zu arbeiten. Da die Triebwerke sehr schnell wieder auf Schub gehen könnten, ist ab diesem Moment eine Redundanz gesichert. Sollten also die vier Arbeitstriebwerke versagen, kann auf die vier Standby-Triebwerke umgeschaltet werden. 2 Sekunden später wird der Rover an seinem Krangeschirr abgesetzt, während das Fahrzeug weiterhin mit 0,75 Meter pro Sekunde absteigt. Das heißt Skycrane-Modus.
Das Fahrzeug hängt an einer magnetisch gebremsten Seilwinde, von der es konstant von der Abstiegsstufe herabgelassen wird. Dann werden die Kabelverbindungen mit Messern an Sprengbolzen gekappt und die aufgeregelten vier Triebwerke werden wieder auf 65% Schub hochgeregelt. Die Abstiegsstufe hat damit ihre Arbeit erfüllt und führt ein Turn-and-Burn-Manöver durch. Das heißt, sie fliegt seitlich weg, wo sie in sicherer Entfernung vom Rover eine Bruchlandung hinlegt. Wie verdammt cool diese Landung ist, müssen wir, glaube ich, nicht extra betonen. Und auch wenn wir das schon 2012 bei Curiosity gesehen haben, wird das meiner Meinung nach nicht alt. Es wurde so viel über den Skycrane geredet, aber soweit ich weiß, wurde nicht wirklich etwas zu den MA-80-Triebwerken von Aerojet Rocketdyne gesagt. Es war heute eigentlich ein anderes Video geplant, aber aus aktuellem Anlass dachte ich mir dann spontan, ich müsste eigentlich dazu mal ein Video machen. Während ich dann nochmal zu der Folge heute recherchiert habe, habe ich direkt gemerkt, dass ich im Livestream bei Sirwan Quatsch erzählt habe. Die Triebwerke arbeiten nämlich nicht Hypergol mit zwei Komponenten, sondern Monergol, also mit Hydrazin als einzigem Treibstoff. Monergole Treibstoffe bestehen aus einer Komponente. Das heißt, wir haben nicht Brennstoff und Oxidator, sondern in einem einzelnen Stoff ist in der Bindungsenergie die Energie enthalten, die wir in thermische Energie umsetzen können. Aus dieser thermischen Energie machen wir dann in einer Düse kinetische Energie und erzeugen Schub. Vereinfacht gesagt, zersetzt sich der Stoff, Hitze wird frei, woraufhin sich das Abgas ausdehnen will. Und die Düse setzt das Ausdehnen des Abgas in Austrittsgeschwindigkeit um. Und mit dieser Austrittsgeschwindigkeit und der ausgestoßenen Masse wird dann ein Impuls erzeugt, der unser Raumschiff antreibt. Und hier gibt es jetzt einen Spezialfall, und zwar Kaltgastriebwerke. Die haben auch nur eine Komponente, und zwar ein Arbeitsgas, das unter Druck gespeichert wird und dann an einer Düse ausströmt. Die Feuer in Form von druckgespeicherter Energie wird dann in kinetische Energie umgesetzt. Wir haben hier auf dem Kanal schon viel über unterschiedliche Antriebskonzepte von Raketen gesprochen, aber diese Kaltgastriebwerke, mit denen zum Beispiel SpaceX seine Falcon 9 Booster nach der Stufentrennung im Vakuum des Weltraums umdreht, sehr sträflich vernachlässigt. Fun Fact: Elon Musk hat angekündigt, dass es einen Tesla Roadster in SpaceX Edition geben wird, der mithilfe dieser Kaltgastriebwerke die ohnehin schon absurden 1,9 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde nochmal unterbieten soll. Da wird auch die oft von deutschen Autozeitschriften zitierte Besonderheit der amerikanischen Messmethode nichts ändern. Die werfen Tesla nämlich vor, die Beschleunigung nicht wie in Deutschland üblich aus dem Stand zu messen. Bei einem Raketentriebwerk ist es dir aber herzlich egal, wie viel Traktion du auf den ersten Metern hast. Der Schub der Triebwerke wird direkt in Vortrieb umgesetzt. Ob diese SpaceX-Edition dann eine Straßenzulassung bekommt und wie sinnvoll sowas ist, kannst du mir ja unter dem Video schreiben. Während ich bei dem Tesla Roadster mal davon ausgehen würde, dass sie einfach Pressluft als Arbeitsgas einsetzen werden, haben sich in der Raumfahrt Stickstoff oder Helium bewährt. Helium hat den Vorteil, dass es nochmal deutlich leichter ist als Stickstoff. Aber wir wollen ja über die MR80B-Triebwerke des Skycranes reden. Dass man mit Gas beim Ausströmen einen Impuls erzeugen kann, geschenkt. Wenn der Skycrane nur einen Brennstoff hat, aber keinen Oxidator, wie soll dann das Triebwerk feuern? Ich denke, wir sind uns einig, dass die Atmosphäre mit gerade mal 0,14% Sauerstoffanteil und dem viel geringeren Druck im Vergleich zur Erdatmosphäre als Sauerstoffquelle mal ausfällt. Und jetzt kommt die Chemie ins Spiel. Hydrazin ist ein sehr verbreiteter Raketentreibstoff. Wenn dich das Thema Treibstoffe mehr interessiert, schau mal in mein Video zu dem Thema. Das verlinke ich dir hier. Vorteile gegenüber kryogenen Treibstoffen sind seine Lagerfähigkeit über einen breiten Temperaturbereich und seine Nutzbarkeit als Raketentreibstoff und natürlich auch seine Zündfähigkeit über einen breiten Temperaturbereich. Das hatte ich ja schon in meinem Feststoffbooster-Video gesagt. Das sind Dinge, die für das Militär äußerst interessant waren und die die Entwicklung dieser Systeme sehr vorangetrieben haben. Warum ist Hydrazin ein guter Treibstoff? Das liegt an seiner Struktur. In dem Molekül ist viel Energie in Form von Bindungsenergie gespeichert. Was heißt das? Es gibt für die Bestandteile des Moleküls andere Formen, in denen es weniger Energie gespeichert hat. Jetzt hat jeder Stoff ein mehr oder weniger großes Bestreben, sich zu zerlegen. Wobei für uns Raketennerds eigentlich nur Stoffe interessant sind, die sich schnell zerlegen und dabei viel Wärme entwickeln. Das heißt, unser Stoff möchte seine in den Molekülbindungen gespeicherte Energie gerne abgeben und braucht dafür nur ein wenig Hilfe. Hier in Hamburg war am Wochenende fantastisches Wetter und so hat bestimmt der ein oder andere angegrillt. Die Kohle entzündet sich dabei ja auch nicht spontan, sondern braucht einen Grillanzünder. Wenn die Kohle aber erstmal brennt, wird so viel Energie frei, dass die Reaktion von selbst und ohne weiteres Zutun von Energie abläuft. Vielleicht kann man sich das wie bei einem Jenga-Turm vorstellen. Da ist die treibende Kraft zwar die Schwerkraft, aber der Turm zerfällt ja auch lieber in seine Bestandteile, als hoher Turm stehen zu bleiben. Kohle ist jetzt eher ein solider Turm, der viel Energie braucht, um umzufallen, während das Hydrazin eher ein wackeliger Turm ist. Wenn wir bei einem stabilen Turm viel Kraft benötigen oder ein beliebiges Kind unter 3 Jahren, brauchen wir bei einem sehr wackeligen Turm nur einen kleinen Stupser und alle Komplexität fällt in sich zusammen. In der Chemie spricht man bei dieser Hand, die unseren Turm umwirft, von Aktivierungsenergie. Roman, einer der grandiosen Admins auf dem Senkrechtstarter-Discord-Server, sagt, ich soll an dieser Stelle einfügen, Chemie ist, wenn es kracht und stinkt, Physik, wenn es nicht gelingt.
Wenn du auch Lust hast, auf dem Discord-Server vorbeizuschauen, findest du den Link unter dem Video. Zurück zur Aktivierungsenergie. Viele Reaktionen brauchen ein kleines bisschen Hilfe, bevor sie von alleine ablaufen. Das kann zum Beispiel wie bei den Raketentreibstoffen Wasserstoff und Sauerstoff oder einem Gasherd ein Zündfunke sein. Bei der hypergolen Kombination Hydrazin mit Distickstofftetroxid ist so viel potenzielle Party im Spiel, dass die beiden Stoffe bei Kontakt exotherm reagieren. Exotherm heißt, es wird wärmefrei. Und diese spontane Temperaturerhöhung ist so hoch, dass die 270 Grad Zündtemperatur von Hydrazin überschritten wird. Ab da läuft die Verbrennung und das Distickstofftetroxid stellt genügend Sauerstoff zur Verfügung, um die Reaktion am Laufen zu halten. Das sieht dann so aus. Aus zwei Hydrazinmolekülen und einem Distickstofftetroxid werden drei Stickstoffmoleküle und vier Wassermoleküle. Die Chemikalien reagieren so einfach zusammen, dass das sogar bei minus 50 Grad klappt. Etwas, das für die Raumfahrt im kalten Vakuum oder auf dem Mars sehr vom Vorteil ist. Ey, Mo, hör auf zu labern, was ist mit dem Skycrane? Ja, schon gut. Also erstmal zu meinem Fehler. Ich hatte während des Livestreams die zwei Typen von unterschiedlichen Tanks im Hinterkopf und wusste, dass einer für Hydrazin ist und dachte, ja klar, Hypergol, ja in dem anderen Tank oder in den beiden anderen Tanks, da ist der Oxidator, vermutlich die Stickstofftetroxid. Aber wie bekommen wir den Treibstoff in die Triebwerke? Und da wäre der Brückenschlag zu den Kaltgastriebwerken. Wir brauchen etwas, das den Treibstoff ins Triebwerk drückt. Und da wir bei einem komplexen Landemanöver gerne auf unnötig komplexe Triebwerke verzichten, es sei denn, du heißt SpaceX und hast zu viele Raptor-Triebwerke im Keller, zeichnet sich das MA80 gerade dadurch aus, dass es keine Pumpen hat, sondern ein Arbeitsgas nutzt, nämlich Helium. Das kann man auch besonders gut in diesem Anlagendiagramm sehen. Zur Erklärung, wir haben zwei Heliumtanks. Das G steht dabei für gasförmig oder gaseous und HE ist die chemische Abkürzung für Helium. Die Quadrate mit dem grauen Punkt sind hermetisch verschlossene Ventile, die pyrotechnisch aufgebrochen werden und erst dann den Druck des Heliums auf die Treibstofftanks geben. Das ist nicht nur gut, damit die Ventile in jedem Fall funktionieren, wenn sie gebraucht werden. Bei Hydrazin besteht Lebensgefahr beim Einatmen und auch der Hautkontakt ist giftig. Daher müssen neben den Atemschutzmasken beim Hantieren damit auch Vollkörperanzüge getragen werden. Und zu einem Überfluss ist das Zeug natürlich auch krebserregend. Die Hydrazintanks sind mit PAP-Tank 1 bis 3 bezeichnet, was die englische Abkürzung für Propellant Tank, also Treibstofftank, ist. Auch können wir in diesen Tanks eine Grenze sehen. Das ist nicht etwa die freie Oberfläche des Treibstoffs zum Gas, sondern eine physische Barriere. Also eine Kunststoffblase, die den Treibstoff vom Helium trennt. Das ist eine gute Sache, wenn du abgefahrene Landemanöver vorhast und der Treibstoff herumschwappen könnte. Vielleicht macht SpaceX die Sache mit der Kunststoffblase ja auch in Zukunft in den Header-Tanks des Starship. Das würde bestimmt einige Probleme lösen. N2H4 ist die chemische Formel für Hydrazin, im Englischen Hydrazin. Auch kann man in dem Diagramm die RCS-Thruster sehen. Die kommen vor dem Abspringen des Hitzeschildes zum Einsatz. Die Thruster sind an der Abstiegsstufe befestigt und schießen durch die Oberschale hindurch und können so die Ausrichtung der Sonde während des atmosphärischen Eintritts steuern. Aber wie kann jetzt das MLI, also die Landedüse und die RCS-Thruster aus dem Hydrazin Schub erzeugen? Das funktioniert mit einem Katalysator. Ja genau, das Ding, was es auch bei Verbrennungsautos gibt. Katalysatoren setzen die Aktivierungsenergie herab. Das heißt, eine Reaktion, die eigentlich sowieso gerne ablaufen würde, braucht keine extra Zündung. Um das Jenga-Turm-Beispiel weiter zu strapazieren, macht der Katalysator den Turm wackeliger. Der Katalysator ist in unserem Fall Iridium in einer hohen Konzentration von etwa 30 Gewichtsprozent. Üblich sind eigentlich 0,5 bis 5 Gewichtsprozent. Üblich heißt außerhalb der Raumfahrt, um Prozesse günstiger zu machen. Die 30% sind da eher so die Türeintretmethode. Das macht die Reaktion verlässlicher und schneller. Und bei Missionskosten von knapp 3 Milliarden Dollar sparst du jetzt nicht unbedingt ein paar Gramm Iridium. Iridium ist übrigens aktuell etwa 2,5-mal so teuer wie Gold. Durch den Iridium-Katalysator zerfällt das Hydrazin zu Stickstoff und Wasserstoff. N2H4 wird zu N2 und 2-mal H2. Und das funktioniert ab 0 Grad und rauf bis auf 1150 Grad. Da zeichnet sich jetzt auch wieder der hohe Iridiumanteil aus. Das hat nämlich mit 2500 Grad einen besonders hohen Schmelzpunkt. Das heißt, ich kann die Brennkammer mit hohen Temperaturen betreiben und das ist bei Raketentriebwerken eigentlich immer eine gute Sache. Denn hohe Temperatur gleich hohe Kammerdrücke und das führt zu hohen Austrittsgeschwindigkeiten, was dann ja wieder zu höherem Impuls führt. Aber ich wiederhole mich. Der Vorteil eines so einfachen Systems ist, dass es in einem großen Schubbereich stufenlos einstellbar ist. Ich muss ja nur regeln, wie viel Hydrazin ich auf den Katalysator laufen lasse und bumm, so viel Schub bekomme ich auch raus. Aber auch das sehr schnelle Hochfahren und die hohe Zuverlässigkeit haben bestimmt bei der Auswahl eine Rolle gespielt. Ganz interessant ist die Tatsache, dass das MA-80 von Aerojet in den 70er Jahren ursprünglich für die Viking-Marsländer entwickelt wurde. Auch da wollte man genau diese Fähigkeiten.
Auch interessant, dass die Brennkammer damals über eine Vielzahl kleiner Austrittsdüsen verfügte, anstatt wie bei dem Skycrane über eine einzelne Düse. Dieses etwas schräge Design bei den Viking-Ländern wurde gewählt, da die Triebwerke unter den Ländern angeordnet waren. Und ja, so hatte man Angst, dass durch die Triebwerke da könnte viel Staub aufgewirbelt werden. Dieser Staub hätte dann wie ein Sandstrahler die Instrumente bearbeitet und hätte vor allem auch den zu untersuchenden Marsboden ramponiert. Da das Staubproblem bei Persian Curiosity durch den Skycrane minimiert werden konnte, waren hohe Leistungen einer Einzeldüse wichtiger, was dann zu dem jetzigen Design führte. Bevor ich in die Verabschiedung gehe, möchte ich nochmal an das Live-Interview mit Felix morgen Abend erinnern. Das wird großartig. Ganz besonderer Dank geht diese Woche an Roman, der mir mein Chemie-Grundkurswissen nochmal aufgebügelt hat und toll bei dem Skript geholfen hat. Von ihm habe ich auch den Hinweis, dass an hypergolen Treibstoffen, obwohl wir die schon seit dem Zweiten Weltkrieg kennen, immer noch geforscht wird. Ziel wäre es, weniger toxische Substanzen zu erhalten, um die Raumfahrt noch sicherer zu machen. Es bleibt feurig spannend. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend zum Interview mit Felix. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.